Das ist mehr als Schall und Rauch. Aber Achtung, es kann etwas lauter werden. Beim PSV Olympia werden die Landesmeisterschaften mit der Modellkanone ausgetragen, der heimlichen Königsdisziplin im Vorderladerschießen. Die Modellkanone wird hauptsächlich geschossen mit Schwarzpulver und ist in den Bereich von Vorderladerschießen einzuordnen und ist eigentlich eine Brauchtumsveranstaltung. Man schießt also mit originalgetreuen Modellkanonen, wie man es früher hatte, mit Schwarzpulver und Rundkugeln in einem glatten Lauf. Und hier bei den Landesmeisterschaften in zwei Leistungsklassen. In Klasse 1 liegt die Entfernung der Zielscheiben bei 25 Metern. 10 Schüsse müssen innerhalb von 45 Minuten abgegeben werden. 5-mal unten rechts, 5-mal oben links. Das stellt die Schützen vor die Herausforderung, ihr Geschütz noch einmal einrichten zu müssen. Eine weitere Besonderheit: Es gibt keine Visierung, an welcher sich die Schützen orientieren können. Man muss also über den vorderen Ring und hinteren Ring die beiden zur Deckung bringen. Und wenn die zur Deckung sind, muss man einen Haltepunkt auf der Scheibe haben, den trainiert man, wo der sitzt. Der ist nicht immer in der Mitte. Und den muss man sich merken, am besten aufschreiben. Und dann nochmal an der Seite, seitlich auch nochmal die Beine zur Deckung bringen und dann da hinstellen. Einmal richtig eingestellt ist es eigentlich ganz einfach. Aber wichtig, wer Modellkanone schießen möchte, der braucht einen Sprengstoffschein. Als Vorderlader wird die Kanone, wie der Name dann schon verrät, von vorne geladen. Ein Füllrohr mit dem Schwarzpulver wird in den Lauf geschoben. Anschließend folgt die Kugel. Dann das Zielen und Auslösen, ein lauter Knall, viele Funken und Rauch. Die Kanone ist ein sehr präzises Sportgerät. Auch über die 50 Meter in der Leistungsklasse 5, in welcher 10 Schüsse auf eine Scheibe abgegeben werden. Wenn man einen guten Tag ist, kann man also auch wirklich voll Haus, also 100 Ringe schießen, mal 10.000 Ringe sind also bei einem 10-Schuss-Wettbewerb möglich. Zur Auswertung wird eine sogenannte Zentrumswertung genutzt. Das heißt, dass die Mitte eines Einschussloches innerhalb des Wertungsrings liegen muss. Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften erzielt Dieter Köck sowohl über die 25 als auch über die 50 Meter die meisten Ringe und wird damit zweifacher Landesmeister. Also der Wettkampf war für mich, ich finde den immer schön, immer faszinierend und ich freue mich auch, wenn zum Beispiel bei der 6. Schuss, wo ich neu einrichten musste, wenn der Schuss haargenau in der Mitte sitzt, ist einfach faszinierend. Die vollständige Liste mit allen Ergebnissen gibt es wie immer auf der Webseite des Schützenverbandes Berlin-Brandenburg. Für das kleine, aber feine Teilnehmerfeld also ein erfolgreicher Wettbewerb und ein spannender Einblick in die Königsdisziplin des Vorderladerschießens. Und zum Schluss nochmal, weil es so schön war, Achtung!